Ich meine, ich bin ja wirklich kein Rassist oder sowas. Aber wusstet ihr, dass es sogar wissenschaftlich bewiesen ist, dass schwarze Menschen dümmer sind als weiße? Solche Behauptungen finden sich immer wieder unter dem Stichwort Race Realism in den sozialen Medien. Wer sowas behauptet, der führt dann auch meist direkt mehrere wissenschaftliche, objektive Studien an, die das bekräftigen sollen. Aber vielleicht, Spoilerwarnung, sind diese Studien gar nicht so wissenschaftlich und objektiv, wie sie es vorgeben zu sein. In diesem Video möchte ich gerne über systematischen akademischen Rassismus in der Intelligenzforschung aufklären. Über Pseudo-Argumente, fragwürdige Methoden und Schlussfolgerungen und über die gefährlichen Folgen, die eine solche Verbindung zwischen Wissenschaft und Ideologie mit sich bringt. Sowieso! Dazu würde ich gern mit diesem Herrn hier starten. Darf ich vorstellen? Sir Francis Galton. Der Mann war in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen unterwegs und bekam für seine Forschungen auch einiges an Anerkennung. Im europäischen Raum gilt er als Pionier der Intelligenzforschung. Galton hat aber auch noch etwas anderes geltend gemacht, die Eugenik. Unter Eugenik versteht man die Forderung nach einer künstlichen Selektion und Regulierung menschlicher Fortpflanzung. Die Eugeniker gingen davon aus, dass in den Industriestaaten im Zuge einer verbesserten medizinischen Versorgung und Sozialpolitik das Prinzip von Darwin, Survival of the Fittest, irgendwie ausgehebelt worden sei und dass sich so zu viele minderwertige Bevölkerungsgruppen vermehren würden. Galton wollte das verhindern, zum Beispiel durch Zwangssterilisation. Wow, Eugeniker wie Galton forderten also eine Art Menschenzucht. Unerwünscht waren dabei die Gene minderwertiger Menschen und darunter verstanden sie meist arme Menschen und schwarze Menschen. In seinen Forschungen zur Intelligenz vertrat Galton die Meinung, Intelligenz ließe sich ganz einfach messen, Intelligenz sei überwiegend erblich bedingt und Schwarze seien ca. 2 Stufen dümmer als weiße Menschen. Kennt man jetzt Galtons eugenische Ansichten, dann können einem hier schon ganz leichte Zweifel kommen. Inwieweit basieren Galtons Ergebnisse wirklich auf wissenschaftlichen, wertneutralen Vorgehen? Und inwiefern sind sie vielleicht einfach seinen Vorurteilen geschuldet? Kritische wissenschaftliche Beiträge decken mindestens 5 voreilige Schlussfolgerungen auf, die Galton begangen haben soll und die Intelligenzforschung teilweise bis heute prägen, weil einige von Galtons Nachfolger oder Nachfolgerinnen sie übernommen haben. Bevor wir uns dem widmen, braucht es allerdings noch einen kurzen Ausflug in die Logik. Eine voreilige Schlussfolgerung nennt man auch Petitio Principi. Dabei wird eine Annahme durch einen Scheinbeweis gestützt. Der muss jetzt nicht unbedingt falsch sein, taugt aber auch einfach nicht viel dafür, um diese Annahme zu bestätigen. So zum Beispiel bei einem Zirkelschluss. Hier wird einfach eine Behauptung aufgestellt und mit genau derselben Behauptung, oft nur anders formuliert, begründet. Ein gutes Beispiel liefert hier die hiesige Drogenpolitik. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen 0 Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Ihr merkt schon, das funktioniert nicht so ganz. Mit diesem Input zurück zu Galton und zu seiner ersten Galtonschen Petitio Principi. Galton schloss von Berühmtheit auf Talent oder Intelligenz. Das heißt, er schaute sich die Biografien berühmter Menschen an und führte dann deren gesellschaftlichen Erfolg auf deren Begabung zurück. Dabei ließ er aber eine ganze Menge anderer Faktoren außen vor. Chancenungleichheiten, Bildungsmöglichkeiten, sozialer Stand der Familie und. Einen derart komplexen Sachverhalt so zu reduzieren, ist eigentlich grob unwissenschaftlich. Intelligenz ist mehr als einfach nur gesellschaftlicher, beruflicher oder schulischer Erfolg, das wird auch häufig gesagt. Trotzdem verfielen und verfallen immer wieder andere Forscherinnen und Forscher demselben Irrtum. Sie setzen sozialen Erfolg, beruflichen Erfolg oder häufig halt auch schulischen Erfolg mit Intelligenz gleich, bauen darauf ihren Intelligenztest auf und wundern sich dann, wenn beides korreliert. Damit meinen sie dann, den Test bewiesen zu haben. Aber eigentlich haben wir hier genau so einen Zirkelschluss vorliegen, wie ich ihn vorhin bei unserem Ausflug in die Logik meinte. Heruntergebrochen bedeutet das, gesellschaftlicher, sozialer oder schulischer Erfolg gleich Intelligenz gleich schulischer, beruflicher oder sozialer Erfolg. Oder wie Frau Mortler sagen würde? Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Zwischen Schulleistung zum Beispiel und IQ existiert auch heute noch eine sehr enge Korrelation. Sogenannte Sommerlochstudien fanden heraus, dass der gemessene IQ von Schulkindern nach ein paar Wochen Sommerferien im Vergleich zu vorher sinkt, wenn sie in der Zeit keine Schulaufgaben lösen mussten.
Da die ersten IQ-Tests unter anderem deswegen entwickelt wurden, um die Schulleistung von Kindern vorherzusagen oder zu erklären, ist eine solche enge Verbindung auch nicht weiter verwunderlich. Sie sollte aber auch nicht überinterpretiert werden. Alfred Binet, der Begründer der ersten IQ-Tests, der wusste das übrigens auch und betonte das. Im Vergleich zu Gelten und einiger seiner Nachfolger, Nachfolgerinnen. Kommen wir damit zur zweiten Geltenschen Petitio Principi. Bei der Betrachtung der Biografien berühmter Menschen fand Gelten seiner Meinung nach auffällig viele, die irgendwie untereinander verwandt waren. Das sah er dann als Beweis dafür an, dass Intelligenz vererbt werde. Auch hier ließ er wieder zahlreiche andere Faktoren außen vor. Dieselbe Beobachtung ließe sich zum Beispiel auch ganz schlüssig mit der Milieutheorie erklären, das heißt mit der Weitergabe kulturellen Wissens innerhalb einer Familie. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass in der damaligen stark ausgeprägten Klassengesellschaft nur einige wenige Familien überhaupt Zugang zu Bildung hatten, eben meistens Familien aus der Oberschicht, und Bildung wiederum korreliert mit gesellschaftlichem Erfolg. Sowas wie soziale Benachteiligung war Gelten aber völlig fremd. Wenn jemand begabt, kräftig und fleißig sei, dann könne er sich nicht vorstellen, was so jemanden aufhalten sollte. Dritte Geltensche Petitio Principi: Gene oder Umwelt. Die Diskussion, was jetzt eigentlich genau unsere persönlichen Eigenschaften bestimmt, die Gene oder die Umwelt, die wird jetzt schon so lange geführt. Dabei erübrigt sie sich eigentlich, denn beides ist gar nicht voneinander trennbar. Ein Entweder-Oder gibt es also gar nicht. Ich gebe euch dafür mal ein Beispiel. Ein Kind, dessen Eltern beide Geige im Berufsorchester spielen, bringt vielleicht eine höhere genetische Begabung fürs Geigespielen mit. Gleichzeitig ist aber auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieses Kind schon früh gefördert wird. Sei es passiv, indem es die Eltern stundenlang üben hört, oder aktiv, indem die Eltern das Kind schon früh die dritte Geige spielen lassen. Wenn dieses Kind später nun auch Berufsgeigerin oder Berufsgeiger wird, wie will man hier noch sagen, inwiefern das ausschließlich genetisch bedingt ist? In der Intelligenzforschung versucht man das mit Zwillingsstudien. Das heißt, man schaut sich den IQ von eineigigen und zweieigigen Zwillingen an. Ist der von eineigigen jetzt irgendwie ähnlicher, dann geht man davon aus, dass das was mit den Genen zu tun haben könnte. Genau kann man das hier aber nicht sagen, denn es gibt nicht das eine Intelligenzgen. Und die Umwelteinflüsse lassen sich halt auch nicht ganz ausschalten, wenn ihr jetzt mal wieder an das Geigenbeispiel zurückdenkt. Noch heute kursiert die populärwissenschaftliche Aussage, 50-80% der Intelligenz werde genetisch bestimmt. Um die zu bewerten, schauen wir uns mal kurz ein paar Hintergrundinfos zur Intelligenzmessung an. In der Intelligenzforschung ist es gängig, davon auszugehen, dass Intelligenz normal verteilt ist. Das heißt, man nimmt an, dass es eine Menge Menschen gibt, deren IQ durchschnittlich ist, und nur einige wenige, die entweder nach unten oder nach oben davon abweichen. Die Angabe eines IQs ist also immer relational und bezieht sich auf die Abweichung vom jeweiligen Durchschnittsalter, denn der IQ kann sich auch je nach Alter verändern. Hat jetzt jemand, der 12 ist, ein IQ von ungefähr 100 und jemand, der 25 ist, auch, bedeutet das nicht, dass sie denselben IQ haben, sondern im Vergleich zu Menschen in ihrem Alter einen ungefähr durchschnittlichen IQ. So. Die 50-80%, die zu den Schätzzahlen sind, und zwar ziemlich grobe mit 30% Unterschied, die beziehen sich jetzt nicht, wie einige Forscherinnen und Forscher Laien gern glauben lassen würden, auf den IQ eines Einzelnen. Das heißt, die bedeuten nicht, ich verdanke 50-80% meiner Schlauheit meinen Gen. Sie bedeuten lediglich, im Vergleich zu Einstein, dessen gemessener IQ vielleicht 5 Prozentpunkte unter dem von mir liegt, könnte es eventuell sein, dass dieser 5% Unterschied zu 50-80% genetisch bestimmt sein könnten. Mehr nicht. Ich hoffe, ihr konntet mir hier gerade folgen, denn das wird jetzt nochmal wichtig bei der vierten Geltenschen Petitio Principi. Langsam kriege ich einen Knoten in der Zunge. Viertens also. Die Behauptung, irgendwelche Aussagen über Intelligenzunterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen treffen zu können und damit beständig die Parole der überlegenen Weißen zum Besten zu geben. Gelten zum Beispiel glaubte an die Höherwertigkeit der weißen Rasse und echauffierte sich über eine zum Teil völlig unvernünftige Sentimentalität gegenüber der schrittweisen Auslöschung einer niederen Rasse. Dabei tat Gelten eben, als könne er ausrechnen, dass Schwarze circa 2 Stufen dümmer seien als Weiße. Was ist daran falsch? So ziemlich alles. Die Relationalität des Erblichkeitskoeffizienten. Das klingt jetzt ziemlich nach Wissenschaftsdeutsch,
meint aber eigentlich nur genau das, was ich im Punkt vorher gesagt habe. Die bedeutet automatisch auch, dass ich nur Aussagen über die Unterschiede innerhalb einer Versuchsgruppe treffen kann. Also zum Beispiel zwischen mir und Einstein. Und eigentlich bräuchten dann auch noch alle dieselben Umweltbedingungen und das ist ja kaum umsetzbar. Es ist hingegen schlichtweg unmöglich, irgendwelche Aussagen über Intelligenzunterschiede zwischen verschiedenen Gruppen treffen zu wollen, also zum Beispiel zwischen Schwarzen und Weißen, wie es das Hobby irgendwelcher eugenischer Intelligenzforscher, Forscherinnen zu sein scheint. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber dazu müsste man halt erstmal die Umweltbedingungen zu 100% kontrollieren können. Kann man aber nicht. Die letzten beiden Schlussfolgerungen zeige ich euch am besten mal an einem Pflanzenbeispiel. Wenn ich jetzt in einem Gewächshaus nebeneinander zwei Pflanzen aufwachsen lasse und ich gebe denen dieselbe Menge an Wasser, an Sonneneinstrahlung und Bodenzusammensetzung, alles Mögliche. Und jetzt werden die irgendwie unterschiedlich. Dann kann ich vermuten, dass das irgendwas mit den Genen zu tun hat. Ich kann daraus jetzt aber nicht ableiten, alle Eigenschaften dieser Pflanze, zum Beispiel die Größe, sind jetzt komplett genetisch bestimmt. Weil da können ja auch wieder die Umweltfaktoren eine Rolle spielen, wie Wasser und Sonneneinstrahlung. Und was ich überhaupt nicht machen kann, ist hinzugehen und beispielsweise diese Pflanze jetzt mit einer aus einem ganz anderen Gewächshaus zu vergleichen, die offensichtlich eine andere Menge an Wasser bekommen hat, und dann zu sagen, yo, diese Unterschiede sind zu 100% genetisch bestimmt. Geht nicht. Kommen wir damit zur fünften geltenden Petitio Principii. Sie ist womöglich die grundlegendste von allen. Die Überzeugung, Intelligenz ließe sich ganz einfach messen, so wie Körpergröße oder Gewicht. Aber ein Intelligenztest ist kein Maßband und die Intelligenz an sich ist so komplex, dass es verdammt schwierig ist, das irgendwie auf eine einzige Zahl zu reduzieren. Ich meine, was ist überhaupt Intelligenz? Allein da scheiden sich ja schon die Geister. Versteht man darunter eine schnelle Auffassungsgabe, logisches Denken, generell das Talent zu lernen? Gibt es sowas wie emotionale Intelligenz, zum Beispiel eine hohe Empathie? Was ist mit sozialer Intelligenz oder Bewegungsintelligenz? Und lassen sich all diese Typen irgendwie hierarchisieren? Wie misst man sowas überhaupt? Ich meine, Persönlichkeitseigenschaften wie Intelligenz lassen sich ja nur indirekt durch Verhaltensbeobachtungen erschließen. Über sowas zu diskutieren, finde ich persönlich unglaublich spannend. Ich meine, sowas macht Wissenschaft ja auch aus. Aber was Wissenschaft nicht ausmacht, ist es, einfach irgendwelche Schlussfolgerungen aufzustellen und die dann als gegeben darzustellen, so wie Galton das gemacht hat. Wer so vorgeht, der hat sich meist nicht der Suche nach neuem Wissen verschrieben, sondern irgendeiner Ideologie, die er durch seine Forschung rechtfertigen möchte. Das Problem daran, Galton war damit nicht unerfolgreich und er war damit nicht allein. Im Folgenden zeige ich euch eine Auswahl an Forscherinnen und Forscher, die ähnliche Auffassungen wie Galton vertraten. Und es ist wirklich bei weitem nur eine Auswahl. Leider. Da hätten wir zum Beispiel Carl Pearson, ein Statistiker, der im Namen der Eugenik koloniale Kriege zur Auslöschung minderwertiger Rassen befürwortete. Oder Charles Spearman. Er soll 1912 ein Mindest-IQ für Wahlrecht und Fortpflanzung gefordert haben. Raymond Cattell, ein renommierter Intelligenzforscher wie die anderen auch. Er lobte Nazi-Deutschland unter anderem dafür, als erstes Land Rassenverbesserungsprogramme eingeführt zu haben. Cyril Bird, ebenfalls renommierter Intelligenzforscher, er wurde nach seinem Tod der Fälschung mehrerer Erblichkeitsstudien überführt. Linda Gottfriedson, sie machte sich unter anderem für die These stark, verschiedene Großrassen seien verschieden intelligent. Dabei ist sie gar nicht haltbar, wie wir gerade gesehen haben. Arthur Jensen, auch er ein mehrfach ausgezeichneter Intelligenzforscher. Er publizierte in rechtsradikalen Zeitschriften und er vertrat noch 2010 die These von vererbten Intelligenzunterschieden zwischen Schwarzen und Weißen. Hans-Jürgen Eysenck, ein sehr berühmter deutschstämmiger britischer Psychologe. Er publizierte genau wie Arthur Jensen in mehreren rechtsradikalen Zeitschriften und war sogar wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift Mankind Quarterly, die die Rassentrennung in den USA befürwortete. Er schaffte es zusammen mit Arthur Jensen, die These von Erblichkeitsunterschieden zwischen Schwarzen und Weißen nach 1945 wieder in den öffentlichen Diskurs einzuführen. Übrigens gehört Hans-Jürgen Eysenck zu den meistzitiertesten Psychologen der Welt. Das finde ich schon ziemlich krass. Ihr merkt, ich könnte ewig so weitermachen. Die Liste an Nachfolgerinnen und Nachfolgern ist wirklich lang. Gefährlich war halt, dass sie es mit ihren vermeintlich objektiven Studien tatsächlich schafften, erfolgreich Stimmung zu machen und die Politik zu beeinflussen.
In mehreren Ländern wurden tatsächlich Intelligenztests eingesetzt, um Schwachsinnige zu identifizieren und zu sterilisieren. Beispielsweise erließ der US-Bundesstaat Indiana schon 1907 das erste Zwangssterilisationsgesetz. Andere Länder zogen nach. Auch die restriktive Einwanderungspolitik der USA in den 1920ern beispielsweise basierte auf eugenischen Ansichten. Europäische Länder waren aber auch keine Unschuldslämmer. Die Schweiz oder Schweden, generell die skandinavischen Länder beispielsweise, führten über Jahrzehnte Zwangssterilisationen durch. Nazi-Deutschland sowieso. Das dazugehörige Gesetz wurde übrigens in der sowjetischen Besatzungszone schon 1946 abgeschafft. In der Bundesrepublik offiziell erst 1974. Und die Opfer der NS-Zwangssterilisation, die wurden nie entschädigt. Mit der Begründung, ja, in anderen Ländern habe es doch ähnliche Gesetze gegeben. Man könnte meinen, der deutsche Staat würde diese Vergangenheit ganz gerne einfach schweigend ungeschehen machen. Einen ähnlichen Eindruck bekommt man übrigens auch von der Intelligenzforschung. Denn in den meisten Grundlagenbüchern und Artikeln bleibt der rassistische oder eugenische Hintergrund vieler Forscherinnen und Forscher meist ausgespart oder nur am Rande erwähnt. Das bringt mich dann zu meinem Fazit. Die Intelligenzforschung ist seit ihrer Entstehung geprägt von rassistischem und eugenischem Gedankengut. Zudem ist sie häufig als ideologische Rechtfertigung konzipiert und durchzogen von fragwürdigen Schlussfolgerungen und Methoden. Sie tut sich jedoch schwer damit, das offenzulegen. Und zu dieser engen Verbindung von Wissenschaft und Ideologie kommt dann noch die enge Verschränkung mit der Politik hinzu. Dafür sollten jahrzehntelange Zwangssterilisationen in mehreren Ländern ein Mahnmal sein. Der Wissenschaft haftet halt häufig eine gewisse Magie der Objektivität an. Wer mit ihr argumentiert, der kann schnell eine Menge Einfluss erlangen. Und ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht die ganze Wissenschaft oder Intelligenzforschung komplett niedermachen. Also die Intelligenzforschung hat auch sehr viele spannende und wissenschaftlich sehr gute Studien entworfen. Genauso wenig möchte ich hier irgendwie den Anteil der Gene an der Intelligenz leugnen. Ich würde mir halt einfach nur wünschen, dass ihr solche Thesen immer kritisch hinterfragt und auch überlegt, warum forscht denn jetzt ein Forscher oder eine Forscherin in einem bestimmten Bereich? Die persönliche Meinung eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin, lässt sich einfach nur ganz selten von ihrer Forschung selbst trennen, auch wenn man das vielleicht gerne anders hätte. Selbst harte Zahlen, Daten, Statistiken sind alles Interpretationssache. Seriöse Forscherinnen und Forscher, die wissen das auch und reflektieren das. Sie legen zum Beispiel ihre Probleme, Methoden und Schwierigkeiten bei ihren Studien offen. Transparenz ist hier das Stichwort. Apropos Transparenz, auch ich mache das hier ja jetzt nicht meinungsfrei. Ich möchte mit diesem Video ganz klar gegen akademischen Rassismus eintreten. Um es deswegen ganz deutlich zu sagen, wer mit einer rassistischen Pseudowissenschaft argumentiert und das irgendwie unter Race Realism herunterspielen will, ist und bleibt trotz jeglicher gegenteiliger Versicherung einfach ein Rassist oder eine Rassistin. Und jetzt mal ehrlich, wer beständig das Bedürfnis hat, irgendwie zu beweisen, dass die eigenen Gene die geilsten sind, der kann einem eigentlich einfach nur leid tun. Und damit wären wir am Ende von meinem ersten Video angelangt. Ich hatte Spaß, ich hoffe ihr auch und mich würde natürlich interessieren, was kann ich besser machen, was habe ich vielleicht schon gut gemacht und vor allem interessiert mich eure Meinung zum Thema. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, dass Wissenschaft und Ideologie sehr eng aneinander gerückt wurden? Oder wie geht ihr damit um, wenn jemand irgendwelche menschenfeindlichen Meinungen versucht, mit Wissenschaft zu unterstreichen? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.